Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin mal wieder im Haus und bei uns ist richtig viel passiert. Wir haben komplett gemauert und ich wollte euch mal durch die Räume führen und eine Haustour machen. Kann man ja jetzt schon sagen. Ja, ich bin mal gespannt, was ihr mir wieder für Feedback da lasst und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Wir sind ja jetzt hier noch unten. Hier ist nicht viel passiert, außer hinter mir. Da war ja der frühere Durchgang und man konnte hoch ins Schlafzimmer und Kinderzimmer. Das ist jetzt nicht mehr. Der Micha hat das einmal zugemauert. Hier kommt dann später unser Ofen hin. Da ist auch noch der Anschluss dafür. Und wir haben in der Küche dann einen kleinen Ofen, wenn wir es einfach mal gemütlich haben wollen. Wir wollten dafür nicht alles umbauen und auch noch einen im Wohnzimmer machen. Natürlich ist es schöner, aber wir haben hier schon einen, der ist hier gegeben und den nutzen wir dann auch. Und ich finde, da kann man schon dankbar sein, dass man überhaupt einen Ofen hat, oder? Ja, jetzt gehen wir mal raus und gehen mal in den Flur sozusagen, in den späteren Flur und in den Wohnbereich. Und zeige euch da mal was und danach gehen wir nach oben. So, von draußen sieht das Ganze jetzt so aus. Ich zeige euch das auch schon mal. Ich finde das schon gigantisch. Hier oben haben wir schon angefangen mit Ringanker. Vorne auch Stütze haben wir schon gemacht und auf der anderen Seite. Allerdings hier fehlt noch was und hinten fehlt auch noch was. Hier haben wir auch schon den Sturz gesetzt über dem Fenster, aber der Ringanker muss auch noch gemacht werden. Jetzt wird wahrscheinlich am kommenden Wochenende noch ein komplettes Gerüst aufgebaut, damit dann auch der Zimmermann und der Dachdecker kommen kann noch. So, jetzt gehen wir mal hier in den Flurbereich. Ich gucke gerade mal, hier hat sich gar nicht so viel getan. Allerdings, hier geht es ja später runter in den Keller. Da haben wir jetzt schon die Treppe angezeichnet. Ich weiß gar nicht, man sieht es ganz gut. Genau, hier haben wir schon mit der Treppe begonnen. Das war ein Heidenarbeit, diese Ausmessung. Das muss sehr genau sein und das macht viel Arbeit, ja. Und dann wird die noch geschalt und auch demnächst betoniert. Und danach kommt die obere Treppe, die hier nach oben führt. Und ja, jetzt geht es mal hier weiter ins Wohnzimmer. Da haben wir hier einen großen Durchgang. Und wir haben hier schon angefangen mit Ausschalen. Wie ihr seht, ein bisschen ist noch Schalung da hinten. Der Rest ist schon ausgeschalt. Der Micha war sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich habe mich erstmal erschrocken, weil es da oben so extrem marmoriert aussieht und im Vergleich zu hier unten ist es doch deutlich anders da. Ja, da müssen wir jetzt noch weiter ausschalten. Ansonsten passiert hier unten nichts. Wir gehen mal nach oben. Da hat sich ja einiges getan. Muss ich mich erstmal hier hinstellen. Ist gar nicht so einfach, weil hier heute so schönes Wetter ist. Die Sonne scheint so toll. Ich stehe jetzt hier im Schlafzimmer. Ich hatte mir echt schon mal überlegt, eine Legria, da hat man so einen Breitwinkel, das wäre eigentlich viel schöner, kann man viel schöner sehen. Ich hoffe, man sieht es einigermaßen. Allerdings, das kennt ihr ja schon, schwupps, da ist der Sturz, plups, der Sturz und hier drüben haben wir auch einen Sturz und da gehen wir jetzt einmal durch, denn da habt ihr das letzte Mal noch eigentlich einen Teil von unserem Haus, Schlafzimmer, Kinderzimmer gesehen. Das ist jetzt alles abgerissen und fertig gemauert. So, ist das spannend. Ich bin so gespannt, was ihr mir wieder schreibt. Ja, hier haben wir jetzt unsere Treppe, die dann später hochgeht. Wir haben jetzt auch beschlossen, dass wir dann hier auch das Ganze zumauern. Und vielleicht machen wir eine Wendeltreppe hoch, weil unser Dachboden ist so groß, dass wir da echt auch noch Räume machen können, wenn wir möchten. Dann geht es hier. Es steht überall Zeug rum und es ist dreckig und es sieht schlimm aus. Wir fokussieren uns gerade nur auf den Ringanker. Hier geht es dann ins Badezimmer rein. Hier drüben. Hier kommt die Dusche hin. Die Badewanne. Und ja, Toilette und Waschbecken. Ich glaube, es wirkt immer auf meiner Kamera kleiner als es ist, aber es ist eigentlich ein recht großes Bad. Es ist, glaube ich, fast dreifach so groß wie unten das. Das kennt ihr ja. Ja, dann geht es hier in die späteren Räume. Da geht es einmal in einen Raum. Hier kommt eine aussteifende Holzwand hin. Deswegen ist die jetzt noch nicht da. Und dann geht es hier in einen Raum, in Tims Kinderzimmer. Eigentlich wäre das hier noch Flur,
Aber wir haben gesagt, das brauchen wir nicht. Wir geben das dem Tim. Und dann hat er hier noch so einen großen Durchgang. Und wie gesagt, hier ungefähr wäre so eine aussteifende Holzwand. Da sind die Fenster. Hier haben wir ja schon Ringanker gesetzt. Da oben müssen wir noch was setzen. Hier drüben sind wir schon ja, bei der Schalung. Jo, so sieht es ungefähr aus. Ein bisschen schwierig sich vorzustellen, glaube ich. Und dann gucken wir mal, wie wir das später nutzen. Die Nachbarn denken auch, ich bin völlig Mischucker. Boah, hier ist richtig glatt. Hier hat sich Wasser angesammelt und ist ganz glatt. Ja, so sieht es derzeit bei uns aus. Wir haben voll gemauert. Wir sind am Ringanker dran. Der Dachdecker war schon da, der Zimmermann war schon da. Das wird jetzt folgen. Das Gerüst wird aufgestellt. Wir müssen unten die Fenster noch vergrößern. Dann kommt der Fensterbauer und misst das Ganze aus. Ja, also wir haben einen straffen Plan immer noch, weswegen ich auch oftmals nicht zu Videos komme, aber ihr seid da ja so rücksichtsvoll und verständnisvoll und wirklich ein Riesendank. Ihr seid echt der Wahnsinn, wie viel ihr mir schreibt und Bilder schickt. Unglaublich. Und die Kommentare, so viele Kommentare jetzt immer unten unter meinen Videos. Ganz, ganz lieben Dank. Das war's jetzt erstmal mit dem Hausupdate und ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!